Der Ex hat eine neue. Bam, knallt das im Bauch rein. Während ich noch im Liebeskummer hier sitze, hat erst die nächste Frau. Wow, das tut weh. Und Achtung, hier gibt es ganz krasse Fallen. Wenn du in die reingehst, ist das Ding für immer vorbei. Das willst du nicht. Deswegen, mein Name ist Emanuel Albert. Ich coache Ex zurück seit Jahren, seit Jahrzehnten. Ich habe ein ganzes Team aufgebaut, mit denen wir täglich am Telefon, eben habe ich noch mit einem meiner Coaches gesprochen, mit denen wir täglich am Telefon helfen. Vor allen Dingen, wie man mit seinem Ex wieder zusammenkommt, mit seinem Ex wieder zusammenkommt. Und das ist möglich, aber wenn er eine neue hat, sie eine neue hat, dann ist das ein Megaproblem. Und hier stolpern Leute und machen Sachen, die darfst du nicht machen. Ich habe dir mehrere Fallen mitgebracht. Die letzte ist für mich die krasseste und die wichtigste. Achte mit drauf. 6 Stück sind es an der Zahl. Und das Wichtigste ist für mich, dass du dich wirklich konzentrierst, nicht gehen lässt, sondern jetzt hier wirklich die Ohren spitzt und Punkt für Punkt aufnimmst. Ne? Weil, wenn du es falsch machst, ist hier jetzt zappenduster Ofen aus. Und wenn du es richtig machst, haben wir noch Chancen. Und deswegen mit ganz lieben Grüßen von meinem gesamten Team, von Psychologen und Coaches, die alle als Emanuel Albert Coaches ausgebildet worden sind und mit mir täglich Ex zurückcoachen unter anderem. Halte durch, es ist möglich. Wir brauchen hier den richtigen Notfallplan, wenn dein Ex eine neue hat. Falle Nummer 1. Deine Angst macht dich jetzt noch kleiner. Ganz richtig. Stell dir mal vor, du stehst hier neben mir als die Person, die du bist, wenn du entspannt bist, gut drauf bist und sagst, das Leben macht Sinn. Stell dir ganz kurz diese Person vor. Du bist entspannt. Und dann stell dir bitte ganz kurz vor, du mit Angst. Angst vor dieser Neuen, Angst vor dem Neuen, Angst vor wer auch immer, Angst, dass es nicht mehr klappt, Angst, dass du jetzt raus bist, Angst, dass das die größte Liebe deines Lebens für immer vorbei ist. Welche Person wird mehr strahlen? Mit welcher Person werde ich mich angenehm auf einer Party unterhalten können? Mit welcher Person? Und das mit der Angst, das ist eine Sache, die startet automatisch tief in deiner Psyche, aus diesen Urfunktionen, dass wir unbedingt unseren Fortpflanzungspartner halten wollen. Und diesem Ding, ich nenne sie immer die Liebeskummer, die Fortpflanzungsechse, die macht dich gerade in deinem Gehirn verrückt. Und der müssen wir sagen, pssst, Ruhe. Wenn du mich jetzt regierst, dann versaust du mir komplett. Und deswegen ist das allererste, du wirst keinem mehr erzählen, Notfallplan, du wirst keinem erzählen, dass dein Ex eventuell eine neue hat. Niemanden wirst du es erzählen, niemanden. Das wäre zu schön für dich und du wärst auch für dich, dass das Ding bei den beiden nämlich, und das ist das, was ich dir auch sagen möchte an dieser Stelle, dass das eventuell demnächst schon platzen wird, wie so eine reife Frucht, die an so einem warmen Sommertag einfach vom Baum fällt und von niemandem aufgehoben wird. Ganz viele von diesen Neuen haben kein langes Leben. Ganz viele von diesen neuen Beziehungen haben kein langes Leben, weil die teilweise in der Gier zusammengekommen sind, wo mit dir Schluss war, oh, gierig, eine neue, bumm. Weil teilweise eine neue genommen worden ist, die genau das Gegenteil von dir ist und eigentlich stellt er später fest, das wollte ich eigentlich gar nicht, ne? Weil doch du sein Taste bist, ihr Taste bist. Es gibt also viele, viele Gründe, warum das teilweise hart in die Hose geht. Aber wenn du allen davon erzählst, dann schaffst du eine Realität in deinem Kopf und in deiner Umgebung und zementierst das fest. Du, Ruhe, du weißt, das Ding kann platzen, ich habe einen Plan, du bist jetzt bei Emanuel Albert Coaching. Wir bauen dich auf, wir geben dir alles an die Hand, was du brauchst, damit du, wie viele, viele andere vor dir, diese Rückeroberung schaffen kannst, nachdem sich das Ding da drüben wieder von selbst verdaut hat. Okay, bist du an Bord? Übrigens, immer dran denken, Video liken, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, du willst nichts verpassen. Wir bringen ständig Videos, die dir helfen, deinen Ex sicherer zurückzuerobern und dich wach und klar machen, worauf du achten musst und wovor du dich schützen musst. Zweiter Punkt, Sabotage. Stopp, nein, geh nicht in die Falle. Ganz viele denken, weil sie ihren Ex kennen, ich mische mich da ein. Ich werde dir einfach schlecht reden. Ich habe schon ein paar Sachen, die passen gar nicht. Ich muss einfach nur am richtigen Moment sagen, was hat die denn für eine komische Gewohnheit? Was hat die denn für einen komischen Job? Was hat die für komische Finger? Was hat die für ein komisches Auto? Was hat die für komische Lippen? Was hat die für eine komische laute Art? Blibla, blibla, blub. Ich weiß, dein Gehirn ist eventuell randvoll mit diesem Scheiß. Das Wichtigste, was du in dem Moment nicht weißt, mit all diesen Informationen wird diese Neue in deinem Kopf größer. Und was habe ich dir eben schon bei der ersten Falle gesagt? Du machst sie noch größer. Das Schlimmste ist, was ich schon ein paar Mal erlebt habe, und dann war plötzlich die Tür zu für immer. Du wirst deinen Ex eventuell aktivieren, sie zu beschützen vor dir. Wenn dein Ex plötzlich mitkriegt, wie du da plötzlich anfängst, das anzuzünden oder ihm versuchst, irgendwie deine sabotierenden Wahrheiten ins Gehirn zu schießen, nimm mal an, bitte lass mich ganz kurz, er muss das wissen.
Nein. Ich weiß, deine Psyche, dein Kopf explodiert teilweise vor Wunsch, die kaputt zu machen oder den anzuzünden. Und deine ganzen Gründe können auch stimmen. Das Problem ist nur, wenn du einmal deinen Ex aktiviert hast, dass er zu dir sagt, das interessiert mich nicht. Wir sind jetzt ein Paar. Dann schaffst du eventuell durch deine Kritik und durch deine Sabotage, dass die beiden sich noch enger verbünden. Es gab ganze Hollywood-Filme, die thematisieren, wo zwei Partner ihren Ex wegschieben, sich treffen und diese beiden Exen wollen alles sabotieren und die beiden werden immer stärker und glücklicher und stärker zusammen. Das tust du nicht. Ich werde dir am Ende sagen, was der geilste Trick ist, um dieser Fall aus dem Weg zu gehen. Okay? Drittens, wenn ich dich erwische, dass du auf deinem Handy diese Person minutenlang, stundenlang, nächtelang stalkst. Oh, Emanuel, darf ich dir ganz kurz erzählen? Ich habe noch ein bisschen was rausgefunden. Ja, über eine Person, aber es war der Falsche. Das war gar nicht der Wirklichkeit, dass er... Oh nee, ich glaube, ich habe mich vertan 3 Tage später. Ich habe den Namen falsch mitbekommen. Es ist ja eine andere Person. Alter Schwede, was ist das Schlimme daran, wenn du stalkst? Du verseuchst und vergiftest dein Gehirn. Du bist doch schon ganz low wegen dem Liebeskummer. Und dann kommen noch diese ganzen Bilder von einer Person, die jetzt da oben ist und mit deinem Ex oder deiner Ex was macht. Das geht nicht. Stalken ist total verboten. Ich brauche dich jetzt richtig stark. Ich brauche dich richtig stark. Mach mal hier und jetzt die Schultern zurück. Für alle, die meinen Montagsabend live kennen, da gibt es ab und zu gibt's da ganz konkrete Übungen. Eine zeige ich dir jetzt. Du machst jetzt die Schultern zurück. Du hebst dein Brustbein. Du kommst in Position, das ist eine Anti-Liebeskummer-Haltung. Das ist eine Anti-Liebeskummer-Haltung, weil dein ganzer Körper sagt gerade, ich bin in der Position, die ich sonst noch habe, wenn ich stark bin. Du blickst leicht mit dem Kopf nach oben. Ganz genau. Wann immer du stalkst, hau dir auf die Pfoten, um dir direkt abzugewöhnen. Zieh dich an den Ohren, schnippst dir von unten, schnippst dir hier in die Nase. Komm jetzt hier, dass es wehtut. So richtig. Ich würde am liebsten den Kameramann gleich mitmachen lassen, nicht, dass er mir hinten wieder runterfällt von seinem Stühlchen. Fester. Das zählt nicht. Fest. Ne, richtig. Ja, ja, genau, jetzt hat das. Wir müssen uns, wenn wir schlechte Gewohnheiten uns abgewöhnen wollen, ist ein Trick, dass du dich ganz kurz mit einem kleinen Schmerz unterbrichst. Das Stalken ist eine der schlimmsten Fallen. Die wird wie eine Sucht immer tiefer werden. Ich habe Menschen, die wurden angezeigt, weil sie am Anfang nur ein bisschen im Internet nachgeschaut haben und am Schluss haben sie nicht mehr geschafft. Sie mussten vorbeifahren und wurden erwischt und zwar nicht einmal. Stalken ist eine der schlimmsten Fallen. Du musst an der vorbeigehen. Ich weiß noch, wie es mir damals passiert ist und mir ist es auch passiert. Mein Ex hatte einen neuen, ich wollte doch heiraten. Es hätte mich so gereizt. Ich habe mir das für ein paar Tage ganz klar gesagt, der Typ interessiert mich nicht. Und irgendwann ist dieser Satz, die Frau interessiert mich, der Typ interessiert mich, die Neue interessiert mich, der Neue interessiert mich. Irgendwann ist dieser Satz in meinem Kopf groß geworden, wie ein Baum und stark geworden. Das ist dein neues Mantra. Diese Neue interessiert mich nicht. Interessiert mich nicht. Jetzt kommt die vierte Falle und Achtung, wir kommen jetzt zu den ganz harten Dingern. Die sind jetzt alle, die jetzt kommen, sind schlimme, schlimme, schlimme Fallen. Und deswegen, du sagst irgendwo in irgendeinem komischen Moment irgendwas Doofes. Ja, irgendwie sowas wie, du hast ja schon eine neue. Wie häufig ich schon gemerkt habe, wie jemand es nicht verkneifen kann. Du sagst keinen Ton, wenn du es offiziell nicht weißt. Du sagst keinen Ton. Warte aufs Ende, da habe ich für dich einen Satz. Aber hier und jetzt, du sagst keinen Ton. Das rutscht nicht aus, nicht bei der Kindübergabe, wenn du hier Ex-Rück mit Kindern hast, hol dir jetzt sofort den Videokurs Ex-Rück mit Kindern. Wenn du zusammenwohnst, holst du dir sofort meinen Videokurs mit Zusammenwohnen. Ja, das ist ja teilweise der Fall, die wohnen zusammen und dann da drüben hat er seine neue Kollegin. Du hältst dein kleines Schandmaul. Hab ich dich? Du kannst hier unten reinschreiben in die Kommentare. Es geht mir auf den Sack. Hau dir den ganzen Frust hier raus. Na, da werden sich ein paar andere freuen und sagen, oh mein Gott, genauso wie du fühle ich auch. Du kriegst sogar noch Likes dafür, wenn du hier ein bisschen einfach deinen Frust rauslässt, wie es dich nervt, diese Neue zu sehen. Aber du hast dich bitte im Griff. Wir sagen keinen Ton. Wir kommen zur fünften Falle. Und das ist eine Falle. Ich weiß, ich kann dich vor dieser Falle gar nicht bewahren. Aber ich muss dir sagen, ich muss dich da wieder rausführen. Es ist total schlimm. Es ist die Falle, dich vergleichen, den ganzen Tag Vorwurfgrübeleien zu haben und im Liebeskummer zu versinken. Und deswegen willst du, verdammte Axt, meinen Videokurs Du 2.0 machen, weil da habe ich extra Meditationen reingepackt, die dich unterbrechen, dich wieder in die Stärke bringen. Ich habe extra Liebeskummerübungen reingepackt. Die findest du in meinen Materialien. Hol dir die aus jahrelangem Coaching mit meinen Coaches zusammen, haben wir das erstellt und haben damit schon so vielen Menschen geholfen. Dir bitte auch. Mit der ganzen Zeit, die du beim Stalken sparst, hast du jetzt Zeit, die guten Sachen zu machen. Weil
Alle, die im Liebeskummer versinken, werden natürlich, denk hier an die Person, ne? Die sacken ab und werden noch unattraktiver. Dein Ex, wenn er dir irgendwo über den Weg läuft, der läuft mit dem Weg. Ach, man läuft sie immer irgendwann über den Weg. Ja, wir hören uns nicht mehr. Plötzlich haben sie wieder telefoniert, weil irgendwas war. Ich habe diese ganze Überraschung erlebt. Und wie sahst du aus? Ja, mir ging es noch nicht so gut. Ich war noch ein bisschen Liebeskummer. Ich glaube, es hat er gemerkt. Das darf dir nicht passieren. Du musst wieder Phönix aus der Asche wieder zu dir kommen. Diese Person müssen wir wieder zu der entspannten Person machen. Und da gibt es Techniken für. Und da ist dein Fokus. Und immer, wenn du merkst, wie dich hier wieder in Vorwürfen, in Grübeleien erwischt, dann gehst du in die Techniken. Weil Grübeleien ist eine der schlimmsten Sachen. Das Gehirn fängt an, immer tiefer sich in die Scheiße zu graben und zu bohren. Das willst du nicht. Wir kommen zur sechsten der schlimmsten Falle. Das ist eine Sache, die hat mich schon immer krass getriggert. Ich mache das so lange und ich habe so vielen Menschen geholfen. Ich habe so vielen Menschen geholfen, dass sie mit ihrem Ex, ihrer Ex zusammengekommen sind. Inklusive, da haben schon welche hier zwischendurch sind sie zusammengekommen und haben zusammen gewohnt. Da haben schon welche geheiratet und plötzlich hat Ex-Rückt auch noch geklappt. Deswegen, ich habe alles gesehen. Ich habe auch gesehen, wie Leute sich fertig machen in Grübeleien und einfach nicht mehr in ihre Mitte kommen. Und wie der Ex Monat um Monat, Jahr um Jahr und immer mal Kontakt hatte oder hinten nur was gehört hat, ja, ein Häufchen Elend. Immer noch, ja, unattraktiv, ja, nee, du hast es richtig gemacht, deine neue ist ja viel geiler. Nein, das liegt nur daran, weil Leute sich gehen lassen. Du nicht. Video liken, abonnieren, Glocke aktivieren, teil das Video mit Leuten, wo du weißt, die könnten auch in dieser Falle hängen bleiben. Wir kommen jetzt zur krassesten Falle und das ist für mich die krasseste überhaupt. Wenn du Ex zurück anfängst zu verstehen und ich habe so viele Fälle, in die ich reinschauen darf und mit meinem ganzen Team haben wir noch viel mehr Fälle, wir sind täglich, wie gesagt, kannst du uns jederzeit buchen, am Telefon helfen Menschen bei ihrem Ex zurück. Jetzt kommt's. Eine der großen Geheimnisse bei Ex zurück ist, dass ich wieder so werde, so cool werde, wie mein Ex. Ex macht Schluss, ich sacke ab. Ich muss, und das ist möglich, mich wieder aufbauen und ich muss Ähnlichkeit mit meinem Ex herstellen. Ähnlichkeit. Und jetzt kommt das, was viele nicht hören wollen. Ich wollte es auch nicht hören, bis ich es kapiert habe. Und dann war die Welt sofort eine andere und wir helfen dir dabei. Das ist, dass auch ich offen dafür bin, erstmal jemand anderem zum Flirten, eine Affäre oder irgendwas zu finden, weil der Ex hat jetzt die Neue bei sich in seinem Korb und du bist alleine. Er ist damit wertig und du bist so ein Single-Würstchen. Deswegen, auch wenn du noch gar nicht so weit bist, je früher du daran denkst, dass auch du jetzt auf eine Dating-App gehörst, nutze unsere Videos dazu, dass du in eine gute Ausstrahlung gehörst, dass du eine gute Ausstrahlung verdient hast, mit der du jemanden anziehst. Videokurs Du 2.0, das ist dein Kurs. Das ist dein Kurs. Den ziehst du jetzt durch. Und plötzlich hast du auch irgendwelche Freundschaften, Bekanntschaften, irgendwas wieder am Start. Je früher du anfängst, desto schneller kommst du durch diese komische Phase am Anfang, wo es doch schwierig ist, bis du plötzlich dort bist, wo es wieder ein bisschen netter und süßer ist. Ich habe zigmal erlebt, wie der Ex-Partner dann sagt, oh mein Gott, jetzt verliere ich dich ja ganz. Meine neue war doch gar nicht so wichtig, richtig, wertvoll, hallo. Und dann hast du mein Wissen. Dann hast du mein Wissen, dank dem Videokurs, weißt auch, was du dann zu sagen hast, wie du damit umgehst. Hier gehen die Chancen auf. Wenn du allerdings denkst, nein, ich muss jetzt auf Teufel komm raus hier mit Treue und Loyalität einem Mann gegenüber die Tür offen halten, der mit einer neuen rummacht, dann war es das eventuell für immer, weil du einfach im falschen Gang, im falschen Kanal verloren gehst zwischen Liebeskummer, Vergleichgrübeleien, den ganzen anderen Fehlern, die du gemacht hast. Achtung, schau das Video sofort nochmal an, wenn dir die ersten Sachen schon nicht mehr erinnerst. Du musst diese 6 Fallen krass hart im Kopf haben. Dann war es das. Wir müssen dich aus diesen Tunnels rausholen. Du bist genauso stark wie er. Natürlich hast du auch Optionen und das kann man, wenn man es früh anfängt, kann man das kreieren. Und wie häufig habe ich dann erlebt, wie die beiden sich finden und sagen, ach, weißt du was, tut mir leid, diese andere, das, ich weiß gar nicht, was er mich gefahren ist. Und du so, ja, ich habe auch gemerkt, also die Flirts irgendwie, ja, es war schon ganz lustig, aber nee. Und plötzlich seid ihr dort, wo ihr beide hingehört. Du machst jetzt den Videokurs, ne? Du teilst das Video mit welchen, von denen du weißt, dass sie es auch brauchen. Und du ziehst durch und du gehst allen 6 Fallen, das schwörst du mir hier, aus dem Weg. Okay? Viel Glück. Wir sind gerne für dich da. Jederzeit am Telefon sind wir für dich da. Du schwörst mir das, du gehst diesen Weg. Ich helfe dir gerne.
Hey, cool, dass du da bist. Du hast jetzt genau zwei Möglichkeiten. Und zwar mit diesen psychologischen Tricks denkt dein Ex wieder jeden Tag an dich. Schau mal hier rein, da findest du jede Menge Videos. Und wenn du nicht ganz sicher bist, ob Ex-Rück bei dir überhaupt klappen würde und wie deine Chancen sind, dann findest du jetzt hier komplett gratis heraus. Du erhältst eine Einschätzung deiner Chancen und einen ersten Soforthilfetipp, der dir genau jetzt weiterhilft. Hier geht's direkt zum Test. Viel Erfolg! Versau's nicht!